Pass genau, wir stehen den Sticker. Wir gucken uns heute 7 unglaubliche Orte an, wo Menschen stecken geblieben sind. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like. Da schaffen wir heute mal 500 Likes. Und lasst ein Abo da, falls ihr neu seid. Wir gehen rein, Alter. Let's go, baby. Hallo zusammen. Viele behaupten, dass wenn der Kopf einer Katze sich irgendwo durchquetscht, der Körper auch automatisch durchkommt. Leider gilt das nicht für Menschen oder zumindest nicht immer. Wir hoffen, ihr habt keine Platzangst, denn hier kommen 7 unglaubliche Orte, wo Menschen schon mal stecken geblieben sind. Bruder, jetzt habe ich aber schon ein bisschen Angst, Alter. Ich bin tatsächlich jemand, der Platzangst hat. Meine Platzangst habe ich entdeckt, als ich nach der Schule wollten wir zu McDonald's fahren. Wir waren zu sechst waren wir und 5 Leute haben ins Auto gepasst und einer musste in den Kofferraum und ich so, haha, ich gehe rein, ich bin in den Kofferraum, ich habe eine Panikattacke bekommen. Seitdem weiß ich, ich habe Platzangst. Lasst uns loslegen. Okay, check mentale Zufluss, stehen da ab und let's go. Spielzeugautomat. Bruder, das ist doch der Traum. Das ist doch der Traum von jedem Kind, Alter. Überall Spielsachen rum, das ist doch der Traum. Wenn ihr euch noch an eure Kindheit erinnern könnt oder seelisch noch jung seid, wisst ihr bestimmt, welche Begeisterung ein Spielzeugautomat bei Kindern hervorruft. Sicher hat schon jeder von euch zumindest einmal probiert, irgendein Plüschbären mit dieser schlauen Maschine herauszufischen. Bruder, wie viele Euro ich schon in diesen Automaten liegen lassen habe. Alter Schwede, da wurde eine Sucht geweckt. Also locker ein Huni liegt da schon drin. Locker ein Huni liegt schon in diesen Automaten drin. Doch dieser 3-jährige Bub aus Irland dachte sich, man könnte die Spielzeuge doch viel einfacher herausholen und kroch durch eine kleine Öffnung. Timmy, gib mir jetzt mal. Timmy, warte, ich hol die gleich raus. Guckst mal hinter dir. Hinter dir da hinten ist so eine Bärle. So eine Bärle mit einer roten Schleife. Da hinten siehst du das? Kannst du es mir geben? Timmy, gib's mir kurz. Ich hol die danach raus. Super, danke schön. Jetzt holen wir die Feuerwehr. Alles gut, Timmy. Hinein, aus deinen Spielzeuge herausfallen. Der kleine Dieb war etwa 10 Minuten lang im Automat, bis ein Passant ihn überzeugte, dass er wieder herauskommen soll. Alter. Das Spannendste ist aber, dass seine Eltern überhaupt nicht schockiert waren. Vielleicht ist das bereits nicht der erste Spielzeugautomat in seinem Leben. Wer weiß. Digga, die haben ein Business. Die haben ein Business und der kleine Timmy, der holt die Spielzeuge, die Eltern machen einen auf, oh nein, mein Sohn ist stecken geblieben. Und dann verkaufen sie die Spielzeuge auf eBay für doppelten Preis. Marktlücke entdeckt. Alter Schwede, das ist es, wie ihr heutzutage Millionär werdet, Leute. Leitkegel. Erinnert euch ein Leitkegel an einen Zauberhut? Er hat etwas Spitzes und Magisches in sich. Es fehlen nur noch ein paar blinkende Sterne auf den Rändern. Genau das dachte sich wahrscheinlich der Mann, der den Leitkegel sich auf den Kopf setzte. Doch es gab keine Magie. Das große Plastikstück kam bis zu seinen Schultern hinunter und blieb stecken. Obwohl das tagsüber mitten in der Stadt passierte, mussten trotzdem 2 Stunden vergehen, bis ein aufmerksamer Passant die Polizei holte. Bro, Alter, das ist ja überlull. Ich kenne das aber. Ich habe beim Fußball, ich habe früher ja 13 Jahre Fußball gespielt oder sowas, und da standen auch immer solche Kegel rum für so Slalom-Dribbling und sowas. Ich habe die auch immer auf den Kopf gesetzt und bin rumgelaufen. Einmal ist der auch fast über meinen Kopf so drüber gerutscht, dann wäre ich nicht mehr rausgekommen. Aber wir haben die auch immer auf den Kopf aufgesetzt, Alter. Zementbunker. Bitte was? Sicher kennt jeder von euch Filme, wo der Zement im Becken als anstrengendes Element verwendet wird. Oh Gott. Doch wie es sich herausstellt, braucht man nicht einmal in einem Mafia-Film mitzuspielen, mit den Füßen in Zement stecken zu bleiben. Dafür genügt es, wenn man ein Bauarbeiter ist und zur falschen Zeit in den Zement steigt. Dieser Mann wollte lediglich nach den Bauarbeiten aufräumen, doch der Zement unter seinen Füßen wurde hart und ließ ihn nicht mehr heraus. Die Retter brauchten über 2 Stunden, um den Mann freizubekommen. Ach du Kacke, Bro, vor allem das Problem ist ja, das ist ja wirklich heftig, weil Zement kannst du ja nicht einfach so aufhebeln und fertig, der ist ja dann komplett zugewachsen, so an den Füßen. Boah, Alter, den da rauszubekommen, das ist schon Fingerarbeit, also heftig, Mann. Wette. Wenn das Lieblingssmartphone in die Kloschüssel fällt, ist das auf jeden Fall sehr traurig. Doch der Norweger Kato Berntsen Larsen hat bewiesen, dass das noch nicht das Schlimmste sei. Nein. Ein Mann hat sein Kumpel das Handy... Bitte sag mir nicht, er wollte sein Handy retten und ist dann so frontal rein. ...in die Kloschüssel eines öffentlichen WCs fallen lassen. Nein, und unser Held wollte helfen. Doch als er das Smartphone herausholen wollte, blieb er sofort stecken. Nein. Außerdem war das eine von diesen Toiletten... Digga, wie kann man in eine öffentliche Toilette fassen? Bäh, Alter, ich find's schon schlimm, darauf zu gehen. Das ist schon... Das Schlimmste. Wer fasst denn da rein, Alter? Kack auf das Handy, Mann. Egal. Die ohne Kanalisation arbeiten. Jetzt, ich will jetzt euch kurz wissen. Ich will eure Meinung. Würdet ihr für euer Handy, okay, ich hab's mir jetzt auch gerade nochmal anders überlegt. Für sein Handy macht man, glaube ich, sowas, ne? Würdet ihr es machen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich will es durchlesen. Ich glaube, ich würde es tatsächlich sogar auch machen, Alter. Boah, ist das widerlich. Und sich einmal pro Tag selbst reinigen. Pfui, also ihr könnt es euch selbst denken. Als die Retter Larsen herausholten, gab er zu, dass es das schlimmste Erlebnis seines Lebens war. Und wir glauben es ihm gerne. Ekelhaft. Digga, so ekelhaft. Waschmaschine. Ekelhaft. Um seinen Pass. Stepbro. Kommt jetzt Stepbro, I'm stuck, oder was? Was kommt denn jetzt hier?
Wer redet denn da von hinten rein? Ich war das gerade nicht, Leute. Keine Ahnung, wer das gesagt hat. Ich war es nicht, Alter. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ich kenne nichts mit Stiefbrüdern, Alter. Zu überraschen kann man sich viele schöne Dinge einfallen lassen. Aber auf keinen Fall sollte man sich in die Waschmaschine setzen. Außer ihr seid Harry Houdini. Ein Australier aus der Gegend von Melbourne wollte sich nackt in einer Waschmaschine verstecken, die man von oben... Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, okay, er will sich in einer Waschmaschine verstecken. Warum ist er nackt? Das ist das, was ich mich frage. Was hatte er vor? Ist es das, was wir denken? Um seine Freundin zu überraschen. Doch das ist ihm nicht gelungen, weil er feststeckte. Imagine, du willst deine Freundin nackt in der Waschmaschine überraschen. Und da muss die Feuerwehr kommen und dich nackt aus dieser Maschine schütteln. Alter, guck dir das mal an, Bro. Die Retter mussten den Romantiker mit viel Urinöl herausholen. Wir wissen nicht, wie seine Geliebte reagieren würde. Doch dieser Schritt ist echt beeindruckend. Kinderschaukel. Kennt ihr die? Wie reagiert die, wenn die... Wie reagierst du, wenn du heimkommst und dein Freund oder deine Freundin nackt in der Waschmaschine sitzen siehst? Diese speziellen Schaukeln, wo die Sitze extra für Kinder gemacht sind? Wenn eure Freunde euch jemals anbieten sollten, sich um die Wette dorthin zu setzen, macht nicht mit. Außer ihr wollt das Schicksal einer Person aus Vallejo nachmachen. Das ist so schlimm. Ein Mann hat es geschafft, mit Hilfe von flüssigem Waschmittel hineinzukriechen. Doch der Rückweg war weniger erfolgreich. Das ist so dumm. Oft haben ihn die Freunde ausgelacht und haben, anstatt ihm zu helfen, den armen Mann die ganze Nacht in der Schaukel sitzen lassen. Was? Er wurde erst nach 9 Stunden gerettet, als der Parkwächter bei seinem Rundgang Hilfeschrei hörte. Alter. Davon berichtete sogar die Bezirkszeitung und behauptete, der Mann hätte jetzt sogar leichte Verletzungen. Und vielleicht sogar eine Schaukelphobie für das... Bro, du kannst doch... Also gut, ist ja lustig, dein Kumpel bleibt hängen in der Schaukel. Du kannst ihn doch nicht 9 Stunden da drin, da können ja auch deine Beine absterben. Das wird ja komplett so, du hängst ja mit deinem ganzen Gewicht da drinnen und es wird ja abgedrückt. Hä, das ist ja voll assi von den Leuten, WTF. Das restliche Leben. Alter. Rauchabzug. Es fällt schwer daran zu glauben, doch es gibt Menschen, die Santa Claus nachmachen möchten und durch den Rauchabzug klettern. Was? Echt jetzt? Dabei gibt's da keine festliche Stimmung, kein rotes Kostüm und keine Weihnachtsmagie. Vielleicht, weil alles ziemlich tragisch endet? Ende 2016 hat beispielsweise ein Mann aus Arizona festgestellt, dass er den Hausschlüssel im Haus vergessen hat und die Tür automatisch geschlossen wurde. Anstatt einen Entsperrungsdienst zu holen, der solche Fälle löst, beschloss der Mann, sein Haus durch den Rauchabzug zu betreten. Digga, guck dir den mal an, Alter. Er wollte so das Geld sparen. Du siehst in seinem Blick, er wollte richtig Geld sparen. Er dachte, ich bin jetzt Fuchs, ich gehe einfach durch den Kamin durch und dann spare ich mir die 30, 40, 50 Euro da, vielleicht sogar 100, 200 Euro für einen Schlüsseldienst. Easy peasy. Und jetzt guck ihn dir an, Alter. Mit einer Rechnung von 5000 Euro, Alter, mit der Feuerwehr. Yalla! Das Ergebnis liegt auf der Hand. Obwohl der angehende Santa es fast bis zum Kamin schaffte, blieb er im letzten Moment trotzdem im Rauchabzug stecken. Und die Retter mussten ihn wieder zurück in den Abzug hochziehen. Jetzt seid ihr dran. Erzählt uns, ob ihr schon mal an komischen Orten stecken geblieben seid. Schreibt es uns mal in die Kommentare und vergesst nicht, uns zu liken. Okay, also lass ein Like da, lass ein Abo da. Ich überlege gerade, bin ich irgendwo stecken geblieben mal? Bestimmt, doch. Irgendwas habe ich im Kopf, aber mir fällt nicht mehr ein, wo. Ich bin schon mal irgendwo stecken geblieben, aber ich bin wieder rausgekommen. Ich kann es euch leider gerade nur nicht sagen, wo, weil es mir nicht einfällt. Leute, wenn es euch aber gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Lasst ein kostenloses Abo da, falls ihr neu seid, falls ihr bis hierhin geschaut habt. Dankeschön für euren Support, ihr seid die absolute Legende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt, Marki bleibt stecken, weiß aber nicht worin. Auf Wiedersehen, tschüss.